Herbstzeit und jetzt kommt langsam der Winter. Die Erkältungskrankheiten greifen um sich und nun stellen sich manche Fragen. Welche sind denn die Mythen darunter? Nützt es, wenn ich mich impfen lasse? Die Empfehlung ist, dass vor allem ältere und kranke Patienten, vor allem die chronisch krank im Bereich der Atmungsorgane sind, sich impfen lassen sollten. Aber ich finde, ein junger, gesunder Mensch hat andere Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Es gibt auch immer wieder Diskussionen, ob impfen, ob nicht impfen. Ich bin eher dafür, mit Ausnahmen wie zum Beispiel einer Tetanusimpfung oder Hepatitisimpfung, dass man immer das Risiko-Nutzen-Verhältnis abwiegen sollte. Darf ich mich baden, wenn ich krank bin? Wenn man gerade einen grippalen Infekt hat, ist es sogar sehr empfehlenswert, ein Erkältungsbad zu nehmen. Man kann in jeder Drogerie oder Apotheke auch die dementsprechende Badezusätze bekommen. Und stimmt es, dass eine Erkältung 7 Tage dauern darf? Ich finde, 7 Tage lang zu warten, finde ich nicht gut. Das hat folgenden Grund auch, weil wenn ich einen Schnupfen habe zum Beispiel, dann ist die Gefahr, dass ich mir die ganze Sauerstoffzirkulation im Kopfbereich sozusagen blockiere. Ich kann mir dann Folgeerkrankungen holen, wie Stirnhöhlen, Entzündungen, Beseiterungen. Ich kann auch Mittelohrentzündungen bekommen. Also ich würde auf jeden Fall nicht so lange warten. Ich würde am besten gleich zum Arzt gehen. Aufpassen muss man auch bei Grippemittel, die man auch vielleicht ohne Rezept bekommt, die Komplexmittel sind, die auch Koffein enthalten, weil sie dem Körper vorgaukeln, dass es einem besser geht. Und zwar durch das Koffein. In Wirklichkeit wäre aber eine Schonung angesagt.